Herzlich willkommen zu diesem kurzen Einführungsvideo in die Geologie des Raumes Aachen. Mein Name ist Georg Stauch und ich werde Ihnen in den nächsten Minuten kurz erklären, wie der Untergrund in Aachen aufgebaut ist und wann die Gesteine hier in diesem Raum entstanden sind. Und mit diesen Informationen sind Sie dann in der Lage, einige der Gesteine, die Sie dann auf den Erstsemesterexkursionen oder den Stationen der Erstsemesterexkursion sehen werden, zeitlich und räumlich einzuordnen. Sie werden so Begriffe kennenlernen wie Grundgebirge und Deckgebirge und mit diesen Informationen sind Sie dann in der Lage, den Zusammenhang zwischen Geologie und den geomorphologischen Formen an der Oberfläche zu ziehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hier sehen wir nun Aachen im Zentrum und dann hier im Süden den Aachener Wald und hier ist der Lußberg. Und jeder, der Fahrrad fährt in Aachen, weiß, Aachen ist hügelig. Wir haben eine ganze Menge Relief. Und das Relief, das wir haben, hängt natürlich am geologischen Untergrund. Gucken wir uns hierzu mal ein Höhenmodell an. Das ist jetzt erstmal wieder ein Hillshade. Hier sehen Sie den Aachener Wald. Hier ist der Lußberg. Und hier sind die Sporne, die sich vom Aachener Wald runter in den Aachener Kessel ziehen. Und wenn Sie jetzt hier mit dem Fahrrad im Kreis um Aachen fahren, dann geht es hier rauf, runter, rauf, runter. Das sind die Täler, die den Aachener Wald entwässern. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen farbig darstellen, dann sieht man das noch ein bisschen besser. Hier die Täler, hier im Zentrum, die Innenstadt von Aachen, der Lußberg und hier oben der Aachener Wald. Und jetzt schalten wir dazu mal die geologische Karte. Und dann sieht man, dass der Untergrund in Aachen in zwei große Gruppen gegliedert werden kann. Wir haben ja einerseits etwas, was so schmal gestreift ist. Das sind Schichten, die sind sehr steil gestellt, fast senkrecht. Das sind die alten Gesteine, das ist das sogenannte Grundgebirge. Das sind Gesteine, sie sind 300 bis 400 Millionen Jahre alt. Und bei einer Gebirgsbildung, der sogenannten variszischen Gebirgsbildung, dazu komme ich gleich nochmal, sehr stark verfaltet worden. Sie sind zusammengeschoben worden und verfaltet worden. Daraus hat sich dann die Indemulde entwickelt im Untergrund, die Wurmmulde und der Aachener Schuppensattel. Das gucken wir uns gleich alles noch in einem Querschnitt an. Und über diesen stark verfalteten Grundgebirge, darüber liegt das sogenannte Deckgebirge. Das sind Sedimente, die sind deutlich jünger. Die sind nur so 100 bis 60 Millionen Jahre alt. Die kommen aus der Zeit der Kreide, aus der Zeit der Dinosaurier und überlagern dann die senkrecht gestellten oder die stark geneigten und stark verfalteten alten Gesteine. Das hier ist das Grundgebirge und obendrauf liegt das sogenannte Deckgebirge. Und die Decksgebirgsschichten sind auch flachlagernd. Und im Laufe der Exkursion durch den Aachener Wald werden Sie diese ganzen Gesteinsschichten kennenlernen. Ich gebe Ihnen aber jetzt schon mal eine Einführung daran, wie diese Gesteinsschichten entstanden sind und wie sich der Raum entwickelt hat. Die ältesten Gesteine, die wir bei uns in dem Raum haben, sind hier in Grau dargestellt. Das sind Gesteine, die kommen aus dem oberen Devon. Das heißt, das ist das jüngere Devon. Wenn wir das hier mal anklicken, dann steht hier unten Oberdevon. Das sind Gesteine, die sind so ungefähr 380 bis 360 Millionen Jahre alt. Und diese Gesteine aus dem Oberdevon, beziehungsweise dann auch aus dem Unterkarbon, das sind diese hier, das sind Sedimente, die sind an einer Meeresküste abgelagert worden. Aachen lag damals an einer Meeresküste und diese Gesteine sind einerseits tonige Gesteine, das heißt, wir hatten terrestrische Bedingungen oder Flachwasserbedingungen. Wenn die Gesteine noch stärker in den Sand hineingehen, dann haben wir terrestrische Bedingungen. Oder wenn das Meer ein bisschen tiefer war, dann hatten wir die Ablagerung von Kalken. Und diese Gesteine finden wir heute überall noch in der Stadt Aachen. Zum Beispiel sind die wasserführenden Schichten an den Quellzügen, wie Sie sie im Rahmen der Exkursion in Burtscheid sehen, an die sogenannten Kalksteine gebunden, an die Kohlenkalke. Und Sie werden auch oben im Aachener Wald noch Kohlenkalke finden. Kohlenkalke ist einfach
an die Bezeichnung für diese Gesteine. Und wenn Sie diese Gesteine sehen, dann erinnern Sie sich daran, die sind in einem tropischen Flachmeer abgelagert worden. Gut, da haben wir also jetzt Gesteine, die sind 380, 360 Millionen Jahre alt. Und im Laufe des Oberkarbons kam es zu einer Gebirgsbildung. Und dann sind diese Gesteine oder ist dieses tropische Flachmeer zusammengeschoben worden und hier in einem Raum entstand ein riesiges Gebirge. Das war wahrscheinlich eines der größten Hochgebirge, die es jemals auf der Welt gab. Sie können sich vorstellen, über diesen Gesteinen, die heute noch vorhanden sind, das ist der ehemalige Gebirgssockel oder Gebirgsfuß, ging es vielleicht 6, 7, 8, 9.000 Meter in die Höhe. Und wie jedes andere Gebirge auch und auch die heutigen Gebirge, ist dieses Gebirge dann wieder abgetragen worden. Aber wo finden wir denn noch heute im Stadtgebiet diese Gesteine? Und die markanteste Stelle ist an der Adelbertskirche gegenüber von dem Aquis Plaza. Und hier sehen Sie nun diese 380 bis 360 Millionen Jahre alten Gesteine. Das sind die grauen Gesteine unterhalb des Mauerwerks. Und diese Gesteine sind im Rahmen der variszischen Gebirgsbildung stark verfaltet worden. Man kann diese Falten heutzutage noch perfekt sehen. Abgelagert worden sind diese Sedimente allerdings in einem tropischen Flachmeer. Und jetzt betrachten wir mal einen Schnitt durch den Aachener Untergrund, hier vom Rand des Hohen Fenns und dann bis hier rüber in den Aachener Kessel. Das hier ist jetzt ein Foto aus der geologischen Karte. Hier drüben ist der Rand des Hohen Fenns und hier sehen Sie die ganzen Gesteine des Grundgebirges, wie stark sie verfaltet sind. Und das hier im Bereich der Inde, das ist das, was wir als Indemulde bezeichnen. Hier drüben ist dann Aachen und hier haben wir dann auch Überschiebungen. Das heißt, hier sind die Gesteine im Untergrund gegeneinander verschoben. Und es gibt im Aachener Raum drei große Überschiebungen. Das ist einerseits hier die Aachener Überschiebung, dann gibt es die Burtscheider Überschiebung und hier noch die Eilendorfer Aufschiebung. Und diese drei und insbesondere die Aachener und die Burtscheider Überschiebung haben eine große Bedeutung für die heißen Quellen. Das lernen Sie dann an der Station Burtscheid. Und aufgrund dieser Aufschiebungen hier sprechen wir auch vom Aachener Schuppensattel. Das heißt, wenn wir von Süden kommen, haben wir erst im Untergrund die Indemulde. Das hier sieht aus wie eine Mulde. Dann kommen wir hier in den Bereich des Aachener Sattels. Und die Wurmmulde, die würde sich dann hier drüben im Norden anschließen. Das variszische Gebirge ist dann innerhalb von wenigen Millionen Jahren abgetragen worden. Und dann hatten wir recht lange Ruhe und dann hatten wir in der Zeitphase der Kreide einen neuen Meeresvorstoß. Das war so ungefähr vor 80 Millionen Jahren. Und im Rahmen dieses Meeresvorstoßes ist zuerst Verwitterungsschutt zusammengespült worden. Das ist ein toniges Material. Und das finden wir heute noch überall im Untergrund, auflagernd auf den verfalteten Grundgebirge. Und das bezeichnen wir als Kreidebasiston. Und dieser Kreidebasiston ist sehr wichtig für die Quellen im Aachener Wald. Jetzt nicht für die heißen Quellen in der Stadt, sondern für die Quellen, in denen zum Beispiel die Wurm entspringt oder der Beverbach. Das sehen Sie in der Station, wenn wir uns mit den Quellen beschäftigen. Weil dieser Kreidebasiston ist ein Wasserstau. Nun ging dieser Meeresvorstoß weiter und nach dem Kreidebasiston wurden Sande abgelagert. Wir haben hier insbesondere zwei Gruppen von Sanden, die unterscheiden sich leicht in ihrer Zusammensetzung, deswegen bezeichnen wir sie als Aachener und Pfalzer Sande. Das sind tropische Meeressande aus der Zeitphase der Dinosaurier. Das heißt, Aachen lag an einer Meeresküste, es war schön warm, stellen Sie sich vor, Palmen und so weiter. Und diese Sande, die finden Sie überall hier im Aachener Wald. Ja? Überall da, wo wir so ein leicht gewelltes Relief haben, da finden wir Sande. Und diese sehr hellen Sande finden Sie an ganz vielen Stellen im Aachener Wald.
aber zum Beispiel auch am Lußberg sind wunderbar zu erkennen. Tropische Meeressande, wie gesagt, aus der Zeitphase der Kreide, als es die Dinosaurier noch gab. An einigen Stellen im Aachener Wald sind diese Gesteine auch verkieselt, das heißt verfestigt, und dann bilden sie feste Gesteinsschichten. Auf den höchsten Flächen des Aachener Waldes, wie hier auf dem Steinecke-Plateau, findet man wiederum eine andere Gesteinsart. Und zwar sind das so helle, fast weißliche Gesteine. Hier sieht man so einen Block. Und das sind Kalksteine. Das sind die Kalksteine, die über den Aachener und Pfalzer Sanden abgelagert worden sind. In den meisten Fällen ist davon nur noch eine mehrere Meter mächtige Decke aus Schuttgesteinen übrig. Aber auch diese Kalksteine schützen den unterlagernden Sand vor der Abtragung. Und deswegen sind die Oberflächen auf den Hügelkuppen im Aachener Wald häufig sehr, sehr eben. Besonders gut sind diese Kalkreste oder dieser Kalkschutt auf der Unterseite von umgestürzten Bäumen zu sehen. Also auf der Rückseite der Wurzelteller. Dann sind die einzelnen Brocken wunderbar im Boden aufgeschlossen. Hier sieht man wieder die deutliche weiße Färbung. Das heißt, sie unterscheiden sich auch optisch sehr stark von den Sandsteinen. Ursprünglich waren diese Sedimente aus der Kreidezeit, das heißt der Kreidebasiston, die Aachener und die Pfalzer Sande und die Kalke, all das ist hier in Grün eingezeichnet, deutlich weiter verbreitet. Nur mit der Zeit, nachdem das Meer sich zurückgezogen hat, sind auch diese Sedimente wieder abgetragen worden. Und deswegen sind teilweise die Gesteine des Grundgebirges an der Oberfläche. Den Rest der Geschichte wollen wir kurz halten. Es ist ja nur ein kurzes Einführungsvideo. Es gab noch einen weiteren Meeresvorstoß im Oligozän. Wenn es Sie da stärker interessiert, schlagen Sie es nach. Und zum Abschluss erfolgte in den letzten Millionen Jahren die Heraushebung dieses Raumes. Das erfolgt im Zusammenhang mit der Heraushebung der Eifel. Und seitdem sich die Gesteine herausheben, insbesondere der Aachener Wald, schneiden sich auch die Flüsse ein. Und der Aachener Kessel hat sich wahrscheinlich in seiner heutigen Form erst in den letzten 500.000 Jahren gebildet. Das war eine sehr kurze Einführung in die Geologie des Raumes Aachen. Ich hoffe, es hilft Ihnen dann, die einzelnen Stationen, wenn wir uns dann auch verstärkt die Geomorphologie angucken, besser zu verstehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den Einführungsexkursionen für die Erstsemester.